Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie James Bond so gern sagt. Leute, es ist wieder soweit. Es gibt ein neues COD-Video und wir reden heute über Modern Warfare 2. Ihr kommt vielleicht gerade vom Trailer, habt den vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, checkt ihn natürlich gerne noch aus. Ich durfte als einer der wenigen bei einem exklusiven Event dabei sein, wo uns Infinity Ward, die Entwickler vom neuen Modern Warfare 2 und auch von Warzone 2, das Spiel präsentiert haben. Und darüber möchte ich euch mit heute kurz und knackig einmal reden, damit ihr alle neuen Infos bekommt, up-to-date seid. Und falls ihr zu Warzone und generell COD noch mehr sehen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne auf dem Kanal ein Abo da lassen. Einfach mal den roten Knopf hier schön. Ihr wisst, was ich meine. Erstmal vorweg, die beste Info. Warzone 2 oder das neue Warzone, sie wissen noch nicht, wie sie es nennen, kommt dieses Jahr noch. Das ist jetzt offiziell, habe ich in den Dokumenten auch nochmal nachgelesen, bestätigt. Es wird nach dem Modern Warfare 2 Release, der am 28. Oktober ist, kurz danach kommen. Also ich schätze mal Anfang Dezember ungefähr, Ende November, Anfang Dezember mit der ersten richtigen Season dann. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ich dachte, es kommt erst im März, aber können wir uns schon mal freuen. Und jetzt zu Modern Warfare 2. Und kurz vorweg, ja, ich bin COD-Partner und arbeite auch mit Activision so gesehen zusammen, indem ich einen Creator-Code habe, den ihr im Shop benutzen könnt, aber ich habe trotzdem meine eigene Meinung, darf die frei äußern und sagen, was ich möchte. Deswegen werde ich auch ein bisschen kritisieren, keine Sorge. Sie sagen selbst, es gibt jetzt eine neue COD-Ära mit diesem COD und ab jetzt teilt sich auch jedes Entwicklerstudio die gleiche Engine, das heißt, wenn dann danach Treyarch dran ist, dann gibt es auch auf dieser Engine dann eben das neue COD und nichts Veraltetes. Und alle Mechaniken und die ganze neue Technologie kommt natürlich nicht nur zu Modern Warfare 2, sondern auch dann in Warzone rein. Also da werden wir hoffentlich auch nochmal so ein bisschen Upgrade kriegen, dass es sich nicht anfühlt wie die Caldera-Map, die dann kam und alles irgendwie doch gleich war. Und natürlich haben die Entwickler auch in dem Call jetzt uns wieder gesagt, wie geil alles ist. Das kennt ihr ja von COD auch. Es ist das beste COD, was wir je gemacht haben. Das fällt natürlich immer der Satz so, dass es das Beste ist. Aber wir müssen das Ganze natürlich erstmal selber sehen und spielen. Also ich würde auch sagen, bevor man die Beta gespielt hat, beziehungsweise eigentlich, wenn man dann bei Release gespielt hat, dann kann man sich eigentlich erst so eine Meinung bilden, wie das Spiel am Ende wird. Also wir können jetzt schon ein bisschen spekulieren und angucken, aber ich würde sagen, richtig wissen tun wir es erst, wenn wir es selber gespielt haben. Wichtig ist, das Spiel wird halt wieder modern. Es spielt in der Gegenwart, beziehungsweise einfach in unserer aktuellen Welt und die Kampagne greift das natürlich bestimmt auch ein bisschen auf, aber was uns hauptsächlich natürlich irgendwo interessiert, ist so der Multiplayer, wie wird der so, wie wird Warzone dann, und dadurch, dass sie jetzt auch eine gemeinsame Engine haben, wird auch so die Integration dann von den Modern Warfare und auch später mit den Treyarch COD, was dann kommt, was wahrscheinlich aber auch erst 2024 kommt, weiß man noch nicht genau, aber da wird der Übergang dann besser laufen, es wird nicht so wie in Cold War hoffentlich sein und dass die Integration dann einfach nicht so gut läuft. Sie haben auch extra nochmal gesagt, unser Feedback haben sie ernst genommen, vor allem halt für die neue Warzone-Karte und auch in das neue Warzone-Erlebnis. Und ja, da bin ich einfach sehr gespannt, wie sich das hinterher anfühlen wird. Wir haben nämlich jetzt auch in dem Gespräch ein paar Bilder gesehen von den Battle Maps, haben sie sie genannt. Das ist so wie Bodenkrieg, nur weiterentwickelt, weil es jetzt viel größere Maps sind und die auch wahrscheinlich in der neuen Warzone-Karte mit verarbeitet werden. Das Spiel wurde ja jetzt 3 Jahre lang entwickelt und auch mit dem Hintergedanken natürlich immer, wie können wir Warzone halt möglichst geil machen, weil das ja am meisten Geld für die auch einbringt natürlich. Und wir hatten ja auch in der Lockdown-Zeit einfach am meisten Spaß, als Warzone rauskam, so mit COD. Und ich glaube, die versuchen einfach auch wieder so diesen Spirit ein bisschen aufleben zu lassen, dass wir uns da wieder wohlfühlen. Was ich sehr krass fand, ist die Fahrzeuge, jetzt die neuen Fahrmechaniken. Man kann jetzt so 360 Grad aus dem Auto schießen, man kann auch über Kopf dann irgendwie, wenn man im Heli fliegt vielleicht oder sowas, auch coole Szenen haben, wie man jetzt auch in dem Trailer ganz am Anfang gesehen hat. Das war auch sehr geil. Und die ganze Welt soll sich halt auch so lebendig anfühlen. Also das haben sie auch beschrieben mit, dass sie mit neuer AI arbeiten. Also die KI, sag ich mal, die da rumläuft, die ist dann auch ein bisschen schlauer. Und da haben sie auch wieder was für Warzone angedeutet, ohne es so richtig auszusprechen, dass eben auch wahrscheinlich auf der neuen Warzone-Map dann ja einfach viel Bewegung mit drin ist, dass man in der Welt so ein bisschen mehr interagieren kann, dass auch an bestimmten Orten mit Sicherheit, wie jetzt auch das aktuell in den Bunkern von Caldera ist, dass man da so ein bisschen mehr auf andere Gegner trifft, die halt keine richtigen Spieler sind. Was uns zum nächsten Punkt führt, das wird ja auch so ein bisschen eingebaut für die Leute, die eben dann nicht nur gegen die Schwitzer spielen wollen, und da kommen wir dann einfach zu dem Punkt, ja, wie sieht es mit dem Matchmaking aus? Und ich denke, das wird natürlich auch wieder vorhanden sein wie in den letzten CODs. Aber sie haben auch schon irgendwie angedeutet, dass die Noobs auch mit den Schwitzern irgendwo zusammenspielen werden. Und da bin ich noch so ein bisschen unentschlossen, was ich davon halten soll, ob das jetzt wirklich so sein wird. Sie haben halt oft gesagt, dass halt auch schlechtere Spieler Spaß haben sollen. Und im Prinzip war die Message so, jeder soll irgendwie Spaß haben. Also auch wir, die besseren Spieler, wenn ihr dazugehört natürlich. Das ist ja für uns alle so mit der größte Kritikpunkt für die guten Spieler, dass man eigentlich dann immer nur gegen Gleichgute spielt. Aber das Thema lassen wir jetzt einfach mal sein. Das ist so, wo ich ein bisschen Bedenken habe, und auch der neue Gunsmith. Da soll man jetzt bei den Waffen aufsetzen, speziell die auch nochmal optimieren können und verbessern können, aber auch mit Trade-offs, dass man halt dann, wenn man zum Beispiel mehr Reichweite will, dafür dann einfach mehr Rückschuss bekommt oder so. Also für uns sehr ambitionierten Spieler dann einfach nochmal so ein extra Layer, wo man sich dann nochmal
mal irgendwie die Waffe individueller gestalten kann. Ich glaube, das wird auch nicht allzu stressig. Sie haben sehr viel vom Wasser geredet und waren sehr stolz darauf, dass sie das Wasser jetzt und alles nochmal komplett neu gemacht haben, dass man da auch dann durchgucken kann mit Schatten, dass man wahrscheinlich schwimmen können wird und das halt auch wahrscheinlich auf den großen Battlemaps im Multiplayer und halt in Warzone dann so ein Element wird, das relativ viel Wasser auch ist, wo man halt aber dann nicht immer direkt stirbt, wenn man reinfällt. Und bei diesen Maps, die sie halt entworfen haben, die auf der Warzone-Karte dann höchstwahrscheinlich auch sein werden, haben sie darauf geachtet und das fand ich auch sehr geil, das sah man auch auf den Bildern, die ich euch leider nicht zeigen kann und darf, dass das nicht extrem viel offene Fläche ist, sondern halt auch so größere Gebiete, wo halt extrem viel los ist. Da war so ein Hafen, da war dann oben eine Stadt und dann war aber auch rechts noch irgendwie eine andere Anlage und das sah alles so aus, als würde man wirklich darauf achten, dass man da gute Gunfights hinbekommt. Und sie haben auch gesagt, dass sie aus Verdansk eben gelernt haben, dass sie halt die Maps jetzt so gebaut haben, dass man halt auf jeder Distanz irgendwie gute Gunfights haben kann. Wir werden mal sehen, was da auf uns zukommt, aber ich bin irgendwie jetzt, wo ich die Bilder davon gesehen habe, doch ein bisschen optimistisch, dass sie halt aus Verdansk einfach viel gelernt haben, was das angeht. Es wird auch so neue Field-Upgrades geben, wo eins so eine kleine Kamera ist, die man halt irgendwo hochwerfen kann oder so. Stelle ich mir eigentlich ganz cool vor, wenn du dann irgendwie einen Leiter hochkletterst, dann erstmal vorher die Kamera da werfen, um zu gucken, ob wer drauf sitzt. Dann könnte man so ein bisschen gegen Camper auch agieren. Was ist beim Deutsch los? Ich mache hier wieder richtig schön Grammatik. Ich fühle mich schon wieder wie früher im Deutschunterricht. Let's go. Aber es sah schon knackig aus. So auch die 6 gegen 6 Maps, haben sie gesagt, sind jetzt simpler gebaut und nicht so wie in MW 2019, so super groß und campy und alles. Es werden bestimmt auch so Klassiker wie Terminal oder High-Rise und so zurückkommen, irgendwann auch mit dem Free-Content-Updates, mit den Seasons, die dann starten. Und ja, ich bin einfach nur doch irgendwo gehypt, aber ich würde das jetzt erstmal nüchtern betrachten und mich nicht zu sehr reinhypen, weil wir ja noch nicht viel gesehen haben. So, wir müssen jetzt erstmal Multiplayer-Trailer abwarten, bis dann die Beta kommt und wir einfach ein bisschen mehr vom Spiel auch sehen. Es ist ja auch noch fast ein halbes Jahr hin. Aber was ich am coolsten finde, ist, dass jetzt auch die neue Warzone-Map dann höchstwahrscheinlich, also sie soll dieses Jahr noch kommen. Ich finde es einfach immer noch, ich kann es gerade nicht glauben, dass das wirklich passiert und nicht erst im März dann. Das ist so die größte News, die ich gerade irgendwie für mich und wahrscheinlich viele von euch auch abfeiern. Und wir hoffentlich wieder einen coolen Multiplayer haben, so wie MW 2019. In einfach ein bisschen geiler. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie James Bond so gern sagt. Ach Leute, ich hoffe einfach auf einen geilen Multiplayer wieder dieses Jahr und ich glaube halt einfach, dass Infinity Ward das hinkriegen kann und will aber nicht zu viel versprechen. Wir müssen einfach abwarten und ja, ich hoffe, euch haben die Infos gefallen. Ihr könnt gerne im letzten Video vorbeischauen, da habe ich wieder richtig schöne Runde Warzone gespielt, aus dem Urlaub wiedergekommen, richtig Spaß gehabt. Danke fürs zu Ende schauen, alle, die das immer machen, ihr seid echt die Besten und danke für den ganzen Support, dass ihr immer so am Start seid. Kuss geht raus, ihr könnt gerne noch auf Instagram und Twitter mal vorbeischauen. Habt noch einen schönen Tag, liebe Leute, und lasst mir sehr, sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Haut rein und bis zum nächsten Mal.